Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together The Last of Us Multiplayer. Ich begrüße euch. Hallo, ich begrüße euch ebenfalls. Und wir sind mal wieder auf Lakeside. Ja. Sehr idyllische Winterruhe. Und ob ich eine Winterdepression bekomme, erfahren wir gleich. Zu verlieren oder gewinnen. Ich wurde schon mal getroffen. Ja, da ist schon ein Sniper. Dadurch, dass es jetzt so viele Zielfernrohre gibt für sämtliche Waffen, wird, glaube ich, nur noch gesnipert. Kann das vielleicht sein? Eventuell? Ja, diese käuflichen Waffen, die kosten zwar Geld, aber sie sind ja nicht so teuer. Ne? Und für manchen reicht es auch aus. Der ist der Meinung, ich investiere mal 99 Cent für eine Waffe und dann bin ich unbesiegbar, so ungefähr. Ah, je. Oh je, die wissen, wo ich bin. Das ist... Ich bin da. Der hat mich allerdings mit einer Pistole erledigt und nicht mit einem Snipergewehr. Okay. Und der war unten, also sei vorsichtig. Nein. Oh mein Gott, ich finde. Ja. Lol. Ich will ja nicht klug scheißen, aber ich hab's ja gesagt. Bevor wir hier aufgenommen haben. Aber ich zieh das jetzt durch. Komplett. Ja. Ohne das finde ich sehr. Beziehungsweise mit viel Verlusten, aber ja, ne? Ne, Kazuya? Ja, ich weiß. Ich übernehme dafür die volle Verantwortung. Sollen wir das erzählen? Nochmal ein bisschen organisatorisches Background für die Zuschauer? Nee, ist ja peinlich für mich. Na ultra gut. Ultra peinlich. Dann erzähle ich es erst recht. Nein, ich erzähle es nicht. Das wird schon irgendwie hinhauen. Wieso sehen die mich immer? Das macht keinen Spaß. Tja, ich weiß es nicht, Schätzchen. Nein, woher? Wo sind von die? Überall. So eine Scheiße, ey. Ist ja schlimm. Oh ja, ich glaube, die sind wieder zu 8. 8 gegen 4. Ja, Cheater, ne? Verdammte Scheiße. Aber ich weiß wirklich gerade nicht, wo ich hingehen soll. Von überall wird geschossen. Aus jeder Richtung. Im Zweifelsfall einfach ins Pavillon setzen. Bombs on, look alive. Ausräuchern! Der verbindet sich jetzt. Einen habe ich mal, aber auch nach viel Anstrengung. Gute Arbeit. Ich habe nur einen verwunden können, mehr war nicht drin. Verwunden können? Das kannst du aber besser. Ja, ich weiß. Ich muss mich erst wieder einspielen. Ich habe vorhin ein bisschen zu viel über organisatorische Dinge nachgedacht, deswegen. Deswegen ist mein Jagdinstinkt leider. Ich habe gerade rausgefunden, die sind eigentlich gar nicht so gut. Ich bin tot. Ist da jemand? Da ist jemand. Scheiße. Schneller. Ja, der letzte wohlgemerkt. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt dumm, ich geb's zu. Jetzt aber. Jetzt heile ich dich nochmal. Lieber Freund, der du so leiden musst. Na los. Dieser Gib Wichser, ihm. Ey. Übernehme alles. Geht doch. Ja. Meine Güte. Was lange währt. Hast du gut gemacht, Kazuya. Ich lobe dich hiermit. Feier dich. Vielen Dank. Schlage dich zum Ritter. Ja. Nee, aber vorhin haben wir tatsächlich, oder habe ich zumindest viel über organisatorische Kram nachgedacht, sodass mein Jagdinstinkt ein bisschen zurückgefahren wurde. Aber so langsam wird er wieder geweckt, herausgefordert. Der Predator in mir. Ja, es ist gar nicht so einfach, so ein Kleinunternehmen zu leiten. Richtig, ne, mit diesen, ne, das ist ja ein, wir sind ja ein Milliardenprojekt hier, ne, also wir haben ja Milliarden von Zuschauern. Ja, so ein Großkonzern wie wir, da
Genau, da muss man Workaholic für sein. Und du weißt ja auch, bei jedem Rage Quit, oder müsst ihr wissen, bei jedem Rage Quit sinken unsere Aktien immer um 2%. Deswegen machen wir das so selten. Der Fluch liegt jetzt übrigens auf mir. Ich sterbe immer als Erster. Irgendwie. Ja, also, sonst war ich immer derjenige, der von diesem Fluch belegt worden war, tut, sein. Hab ich dich. Eben. Nein! Ja. Oh je. Ich wollte gerade erzählen, ich habe eben offscreen ein paar Single-Runden gespielt, also ein paar alleine Feierabend-Runden zum Chillen eigentlich. Die waren so scheiße und ich war so schlecht, dass ich Depressionen bekommen habe. Also es war wirklich furchtbar. Ja, vielleicht läuft es jetzt mal besser. Es steht immerhin 1-1. Und, okay, 2-1. Und die sind zu dritt, verdammt, was ist hier los? Naja. Was mich interessieren würde, liebe Leute, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Seid ihr der Meinung, dass das Balancing durch die käuflichen Waffen gelitten hat? Oder findet ihr das gut, dass man solche Waffen kaufen kann? Tut doch mal eure Meinung in den Kommentaren kund. Ich finde es ja eher nicht so gut. Ich würde es gut finden, wenn es nur die Waffen geben würde, die für jeden zugänglich wären und nicht irgendwelche käuflichen Waffen. Denn ich finde, das bringt das Gleichgewicht durcheinander. Das muss nicht sein. Aber vielleicht ist Geld manchen Leuten auch wichtiger als das Balancing. Das schauen wir mal. Das haben Naughty Dog ja eigentlich gar nicht nötig, ne? Ja. Manche haben behauptet, das hat im Multiplayer von Uncharted 3 schon so sehr angefangen. Ich kann es nicht so beurteilen, weil zum zweiten habe ich den vom dritten irgendwie nie lange gespielt. Deswegen weiß ich nicht, ob es da auch so viel Zeug zum Kaufen gab und so viele Waffen. Ich weiß es nicht. Der ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Eigentlich. Also ich habe so ein paar Pflichtrunden gespielt wegen Trophäen. Aber sonst... Und es ist ziemlich erstaunlich, denn der Multiplayer von Uncharted 2 hatte mir eigentlich ziemlich lange ziemlich viel Spaß gemacht. Ja. Beim Ankündigungstrailer damals vom Multiplayer von Uncharted 2 war ich eher skeptisch, aber am Ende habe ich dem doch ziemlich lange gespielt. Okay. So, die haben uns hier gerade irgendwie zurückgedrängt. Obwohl es nur zwei Leute sind, was ist hier los? Oh, ja. Verzeihung. Jetzt bin ich wegen meinem Nieser fast gestorben hier. Nicht mehr schön. Hab dich. Die Wunde lässt. Geht auch. Ja, Prosit, Gesundheit, Wohlsein, liebe Elodia. Ja, danke schön. Nimm diesen Pfeil. Und diesen. Na. Was bringt die nächste Runde? Wir haben den Ausgleich geschafft, aber naja, es sollte auch drin sein, da wir in der Überzahl sind. Ne? Ja. Kann man nicht wirklich stolz drauf sein, denke ich, aber wir sind es natürlich trotzdem. Ja. Denn wir sind ja eigentlich gar nicht so gut. Ups, das dürft ihr ja gar nicht erfahren. Nein, oh. Ich bin schon wieder von der... Ich hab's gesehen. Da oben im Fenster ist einer. Da oben im Fenster ist einer. Da oben im Fenster ist einer. Ich hab's verstanden, aber ich brauche Teile. Nee, und ich hab das schon öfters jetzt hier im... da oben! Das heißt, von da oben... Nee, der ist da rausgekrochen, der war im Fenster. Ich verstehe. Also, na egal, ich bin tot. Sei vorsichtig. Ich hasse diese Waffen. Wirklich. Mikrotransaktion sackt. So. Aber vielleicht machst du irgendwann auch. Du hast ja auch mal über den Bogen geflogen, jetzt benutzt du ihn fast nur noch. Ja, aber der muss ja nicht. Gib's ihm! Nein! Yeah! Ein Faustkampf, ja, gewonnen. Ein Faustkampf. Oh je. Was ist hier los? Das könnte eventuell knapp werden. Heil ihn! Ja. Und nicht so dicht beieinander bleiben. Ein Molly und es ist vorbei. Da, er hat euch geortet. Haut ab. Gleich kommt der Molly, ich sehe ihn schon. Oh, oh. Jetzt mal ehrlich, haben die den nicht gesehen? Vielleicht haben sie ihn nicht gesehen. Ja, die haben ihn nicht gesehen. Nee, sie haben ihn nicht gesehen.
Aber er. Hinterher, ach, hinterher! Och Leute, was ist denn das? Nein! Jawohl! Oh je, yeah. Das tut ja fast schon weh. Es ist so traurig und es tut weh. Ja, ich wisch mir auch gerade die Tränen aus den Augen. Aber ich will ja nichts sagen, denn wahrscheinlich wäre ich so aufgeregt gewesen, dass ich es selbst nicht besser gemacht hätte. Ich bin nämlich immer übelst unter Adrenalin, wenn ich der Letzte bin, der Letzte überlebt. Ja, das ist so geht es mir da, auch. Dann treffe ich keinen Türrahmen mehr und... Ja. Ja, wenn Elodia in Panik ist, dann sind die Türrahmen halt ihr größter Feind. Ja, die stellen sich immer mit Absicht in den Weg. Ja, ich schwör's, die werden kleiner. Gut aufpacken. Okay, fertig. Ausrücken. Okay, zack. Okay, fertig. Eigentlich könnten wir natürlich jetzt einfach hier gemütlich abwarten, aber das wäre ja nicht ehrenvoll. Und ich werde schon wieder beschossen und bin schon wieder verwundet. Halleluja. Mann, Mann, Mann. Wo sind sie? Oh mein Gott, was ist da hinten noch schon wieder los? Ja, wo ist der das Letzte? War doch nett. Der Letzte muss hier irgendwo sein. Hier irgendwo ist der... Einer ja. Von uns. Hab ich auch so. Er hat ihn nicht. Aber ich hab ihn. Nee, ich konnte ihn glaube ich nicht markieren. Der hat auch wieder dieses dämliche teuflische Gewehr da. Ah ja, na also. Ausgleich, Ausgleich. Die Rettung eilt. Da liegt er, der Kazuya. Ich sehe, ich habe mich zwar gerade nicht gesehen durch deine Perspektive, aber wenn du das sagst, dann würde das schon stimmen. Ja, da warst du. Vielleicht sieht man seine eigene Leiche nicht aus. Pietät oder sowas. Ja. Oder es ist ein Zeichen. Man hat nie wirklich existiert. Alles ist nur ein Traum. Das gibt den Himmel doch. Ja. Was wollen wir hier über weltliches und ethisches sinnieren? Ah, oh, nein! Dieser Pisser. Der ist da. Psycho Mang. 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 Psycho. What the hell, was auch immer. Ja, mal gucken. Oh shit. Hier, der ist da. Auf dem LKW sind welche. Verdammt. Mhm. Auf dem LKW. Wow! Das. Toll. natürlich ging meine Nagelbombe wieder ins Leben. Ich habe die auch eher aus Panik geworfen. Weil mir natürlich klar war, dass. Oh mein Gott. Oh, nein! Och. Ich hab die anders erwartet. Und die leben ja alle noch. Ganz toll, ganz toll. Also das war's. Über Likes und Kommentare würden wir uns gern freuen. Gern freuen. Ja. Scheiße. Nicht ein kleines Kommentärchen, ein kleines Likechen vielleicht? Dafür, dass wir es versucht haben. Abonnieren. Ne? Wir haben es versucht. Wir haben es wirklich versucht. Also unser Fazit, Mikrotransaktion ist scheiße. Na nee, gut, wir bedanken uns fürs Zusehen, falls ihr bis hierhin das ausgehalten habt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin treu bleibt. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.